Ja, hallo zusammen. Heute live vom Sternenberg. Das bedeutet, ich stehe gerade auf dem Sternenberg und ich lasse euch mal teilhaben, wie es hier aussieht. Ich bin hier oben auf dem Sternenberg. Das ist eine super schöne Feuerstelle. Hier mit ein paar Bänkchen. Das da unten ist der alte Steinshof. Das ist unser Seminarhaus gewesen. Ja, und so sieht's aus, wenn man vom Sternenberg aus ins Zürcher Oberland und, also das Zürcher Oberland ist mehr in diese Richtung hier. So sieht das hier aus. Zum Einsinken, oder? Und wir sind natürlich absolute Glückskinder. Wir haben jetzt 3 Tage Sonnenschein gehabt, obwohl es an und für sich sehr durchwachsen angesagt war. Haben wir 3 Tage Sonnenschein gehabt und dann in der Nacht zum Vollmond kam dann ein riesiges Gewitter in der Nacht und das war ideal, weil das hat natürlich alles nochmal gereinigt für uns und ja, gestern ging 1001 Nacht dann zu Ende und ich bin noch eine Nacht länger geblieben, einfach noch ein bisschen setzen lassen, nachspüren, nachfühlen und bin jetzt gerade hier spazieren in der Gegend und ihr habt ja gesehen, es ist wunderschön, es ist einfach Natur pur. Das ist das, was meine Seele gerade braucht. Einfach Natur, in der Natur sein. Und ja, da wollte ich euch einfach dran teilhaben lassen. Und gestern war ja Vollmond. Falls du nicht dabei warst, das Vollmondritual ist online, findest du auf meiner Seite. Und diese Woche Donnerstag geht es dann schon weiter mit meinem neuen Intensivworkshop. Verbinde dich mit deiner weiblichen Urkraft, tauche ein in deine weibliche Urkraft, weiblich lieben, leben und leben, annehmen, empfangen, ja, sodass wir Frauen wirklich in unsere Kraft kommen können und nicht nur das einmalig spüren können, sondern wirklich, da lernst du, ja, wie kann ich mich mit dieser Kraft verbinden, wie kann ich die in mir halten, wie kann ich die in die Welt bringen, das, wonach sich so viele Frauen sehnen. Und natürlich fallen uns auch immer noch sonstige Sparenzchen ein. Wer mich kennt, weiß das. Und wir werden richtig schön tief gehen. Deshalb gibt es auch keinen Stundenplan. Also wenn dich das Thema anspricht, tauche ein in deine weibliche Urkraft. Ja, sodass du weiblich lieben und leben kannst, in Fülle lieben und leben kannst. Das ist ja letztendlich das, worum es immer geht, oder? Dass wir als Frauen in Fülle lieben und leben können. Ja, weil es ist einfach Zeit. Es ist Zeit, es ist jetzt unsere Zeit. Und es ist Zeit, dass wir in unsere Kraft kommen, dass wir uns erlauben, was wir gerne möchten im Leben, dass wir eine erfüllte Sexualität haben, die uns nährt, die uns erfüllt, die uns satt macht. Und dass wir auch das Geld verdienen, das wir gerne hätten, um uns unsere Herzenswünsche zu erfüllen. Weil ja, wir brauchen nicht mehr an der Armutsgrenze krabbeln, gerade auch Frauen. Jetzt ist wirklich auch mal Zeit, dass wir uns das erlauben. Und das Schöne ist auch, es geht mehr um das Erlauben, es sich gönnen, annehmen und empfangen. Es ist etwas, was wir intensiv geübt haben in 1001 Nacht. Also es ist so, was in 1001 Nacht passiert, bleibt auch in 1001 Nacht. Ich werde euch eigentlich also nur so ein bisschen was erzählen, doch wir haben intensiv annehmen und empfangen geübt und die Ladies sind in der Zwischenzeit fast alle auch wieder zu Hause angekommen und ich habe schon ein paar Rückmeldungen bekommen und gesehen, es ging wohl sehr heiß zu, als sie zu Hause angekommen sind, so aufgetankt in der Frauenenergie und ich finde ja auch immer so, das ist das, worum es geht, dass wir Frauen auch einen Raum haben für uns, wo wir uns auftanken können, wo wir uns nähren können, wo wir quatschen können, oder bis alle Worte raus sind, die wir loswerden wollen und. So in dieser weiblichen Energie sein und so richtig eintauchen und uns nähren und auftanken. Und dann wieder rausgehen in die Welt und es mit den Männern und mit dem Rest der Welt teilen. Also, weil es ist ja nicht gegen Männer, im Gegenteil, es ist ja für Männer. Und ein Mann von einer Frau hat wohl schon gesagt, also, da kannst du ruhig öfters hingehen, wenn du so zurückkommst.
Wir arbeiten an neuen Terminen, doch jetzt geht es erstmal weiter mit einem Workshop Tauche ein in deine weibliche Urkraft. Ich poste euch nachher noch den Link in die Kommentare. Und bevor ich es vergesse, noch ist er für 111 Euro zu bekommen, bevor der Preis hochgeht auf 222 Euro. Regulär wird er dann 555 kosten. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, er geht jetzt Schritt für Schritt, geht der Preis jetzt hoch. Wer den Ruf hört, schau es dir einfach an. Auf der Seite findest du noch ein paar Infos dazu und kannst buchen und dabei sein. Am Donnerstag geht's los. Es sind fünf Calls live mit mir, wo wir intensiv einsteigen, inklusive in der Facebook-Gruppe. Und geht über so 10 Tage. Also wir haben alle 2-3 Tage haben wir dann einen Call, sodass man immer einen Call hat, ein bisschen integrieren kann, einen Call hat. Das wird richtig super und wir sind schon eine tolle Gruppe. Wenn du auch dabei sein möchtest, dann melde dich einfach an. In diesem Sinne, 1000 Küsse vom Sternenberg auf dem Sternenberg drauf und wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Bis bald.